Hallihallia und willkommen zum Dwarf Fortress Stream am Mittwoch. Wir haben am Montag Adamantium gefunden. Irgendwo hier. Moment, das müssen wir jetzt noch finden, weil irgendwo hier versteckt sich. Upsala. Adamantium? Wo war es denn jetzt nochmal? Ebene tiefer? Ist doch da. So. Also. Wir haben jetzt hier einen Damen-Zietef. Moin, Oxy Bernd. Schön, dass ihr da seid. Wir haben unser Adamantium gefunden. Jetzt ist. Was ist denn das hier? Der Automod meldet sich. Oh, okay. Ja, Keller Ketchup, alles gut. Oh Gott. Was hier alles Auto gemoddet wird, ist interessant. Ich glaube, die meisten können sich denken, nee, ist. Da ist halt ein Wort drin, das falsch gedeutet wird, anscheinend. Jetzt kann sich natürlich jeder einen Reim machen, um welches es geht. Weil der Automod da erstmal keinen Unterschied macht. Also, Adamantium haben wir gefunden. Die Frage, die wir jetzt haben, die ich jetzt habe, ist: Komme ich da anders runter? Nein, wahrscheinlich nicht. Wir müssten jetzt eigentlich. Also erstmal hier haben wir hier ganz viel Matschboden, aber der Matschboden ist nicht schlimm. Erstmal lassen wir die Zeit weiterlaufen und stellen fest, dass wir nichts mehr zu essen haben. Warum denn das jetzt schon wieder nicht? Essen, Felder. Die Felder laufen über, zumindest mit Samen. Nee, irgendwie doch nicht. Also Pigtails sind zumindest gepflanzt. Noch mehr Pigtails sind gepflanzt. Caveweed ist gepflanzt. Nur Sweetpot wollten die wohl nicht pflanzen. Selbst die Dings sind weg. Also, ich bin dafür, dass dieses komische Feld, dass wir das mal einfach nur so Blampelmitz, 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 Blampelmitz. Wir brauchen Blampelmitz-Feld. Sagen wir das. Ja. Jetzt werden wir gleich untergehen. Nachdem wir das Adamantium gefunden haben, wegen Nahrungsmangel. Niemals. Wir werden alle Kätzchen schlachten, die wir haben, um nicht zu verhungern. Haben wir das mit Katzen? Wir haben drei Katzen. Schlachtet die Kätzchen. Schlachtet mehr Kätzchen. So, ein Kater und zwei Katzen von den Kätzchen dürfen überleben. Der Rest muss leider draufgehen. Alles zum Wohle der Zwerge. Tötet, was geht, damit wir leben können. Ich will jetzt die Peacocks nicht töten. Ich möchte eine Faunfarm öffnen. So. Wir hoffen jetzt einfach mal darauf, dass wir nicht so schnell verhungern. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, aber jetzt runtergerast, ne? Man könnte ja auch. Also wir haben ja hier Pigtails und so weiter. Wir können aber hier zum Beispiel auch sagen, auch du wirst einfach, wir machen einfach nur noch gleich Plump-Helmets. Plump-Helmets können sie essen. Warten wir hier noch ein bisschen Cave Beat hier für dieses Jahr. Wächst auch gar nicht, ne? Ja, uns bleibt nichts anderes übrig, ne?
Also, Ziel am Hebel, Q, Trupp 1, einmal hier sammeln. Bitte hier sammeln. Und dann heißt es jetzt Gather, Gather, Gather. Alles, was hier irgendwo noch an Pflanzen gefunden wird. Wir haben zwar letztens erst geerntet, aber irgendwie. Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Kellerketchup hat wieder miese Laune und kaum sind wir. Das ist halt immer das Übliche. Kaum ist unser Trupp irgendwo hier, kommen direkt die Viecher und müssen wieder gemäht werden. Vielleicht ertrinken sie gleich wieder alle, weil sie ins Wasser springen oder sowas. Alter, wir haben einen Zwerg verloren. Gegen die Amphibienmenschen. Mensch, die sind stark geworden. Können wir die Amphibienmenschen grillen? Wahrscheinlich nicht. Ah, ja, Katze wurde geschlachtet. Das ist gut. Trunks, tot. Ketchup. Resting Injury. Was heißt denn jetzt schon wieder? Keine Ahnung. Dieter hat schlechte Laune. Ihr seid am Kämpfen. Besuche. Die ganzen Barone kommen wieder zu Besuch. Und wir ändern das jetzt nochmal unseren Counter wieder. Das übliche. Counter wieder ein hoch. 43, ne? So. Ja. Zwerge, die sterben, haben ja grundsätzlich erstmal Pech gehabt, ne? Erntet, erntet schneller. Die kämpfen immer noch welche? Ja, irgendwelche Amphibien sind immer noch unterwegs. Ich hoffe nur, ihr habt das jetzt mal hier geklärt. Jetzt laufen die wieder irgendwo hin. Ne? Was ist denn dein Auftrag? Store Item in Bin. Dieses Kind hier läuft jetzt wieder irgendwo hin. Hebt ihr irgendwas irgendwo am Arsch der Welt auf? Nee, oder macht einfach jetzt gar nichts mehr? Also die Kinder sind einfach, die wollen einfach immer sterben. Zwergenkinder haben einen Hang zum Selbstmord. Gefühlt. So. Wo sind wir hier jetzt? Okay. Kommen unsere Soldaten am wenigsten dahin? Wo sind denn die jetzt schon wieder? Geht mal nach da. Schon wieder einen Toten. Tötet mal diese hässlichen Amphibien. Zwei. Wo ist der andere jetzt schon wieder gestorben? Ach, da, ja. Ist ja fast egal, wie viel wir töten. Es werden einfach immer mehr. Okay, irgendein neuer Baron. Eine Baronin. So. So, okay, nochmal. Nochmal zwei Tote. Ist nicht schlimm. Wie wir letztes Mal schon festgestellt haben, je mehr Zwerge sterben, desto weniger Nahrung verbrauchen wir. Das ist eine gemeine Logik, aber warum? Oh nein. Nein.
Nein. Oh. Okay. Coburg irgendwas. Wo ist er? Ja, was ist denn jetzt hier? Ich wollte den Kampf sehen. Das ist nur die Spamming. Ich muss da gucken. Und da muss irgendwo Gibra irgendwas, der Korps kämpfen. The Savage Hand, Hollow Corps, Hammerman, irgendwas. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl gerade. Hollow Corps, Peasant is fighting. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Oh nein. Oh nein. Irgendein Mensch, Necromancer, belebt hier irgendwelche Sachen wieder. Oh, bitte nicht. Der Weaponsmith kämpft gegen irgendeinen. Killer Ketchup? Warst du das nicht? Warst du nicht Lorbaan? Hast bestimmt wieder den Namen verloren, oder? Das war irgendein Schmied, das weiß ich noch. Mal den grauen Schmied hier suchen. Es ist auf alle Fälle ein Lorbaan, aber ein anderer. Der Lorbaan läuft nämlich hier rum mit seiner schlechten Laune. Hat im letzten Jahr jemand getötet. Okay, dann habe ich nichts gesagt, dann war es das nicht du. Ja, Baronin kommt wieder. Okay, also wir können zwei Kills jetzt noch drauf rechnen. Aber es ist... Okay. Beide Militärtrupps haben jetzt einen Auftrag. Ihr geht hier runter. Wir werden das hier neu zeichnen. Ohne die Taverne. Wir sollten aber vielleicht wenigstens die Treppe mit reinnehmen, dass die Leute hier Treppe rauf, Treppchen rauf, Treppchen runter noch machen können. Akzeptieren, aktivieren. So. Das heißt, theoretisch jeder Zwerg, der jetzt hier gerade überhaupt nichts mit zu tun hat, müsste diese Sache verlassen, außer unserem Militär. Dem wir jetzt gerade gesagt haben, ihr geht hier hin. Alle Zwerge kommen jetzt hier rein, so schnell wie möglich. Was nicht möglich ist, weil die Frames jetzt einbrechen wie nichts Gutes. Moin, Krähe. Na, okay. Irgendein Zwerg wird einfach am Hebel ziehen, egal wie viele Zwerge dann draußen bleiben. Da sind zu viele Zwerge, die draußen bleiben. Unser Militär bekommt jetzt leider den traurigsten Auftrag aller Zeiten. Alles in der Taverne, das kein Zwerg ist, wird umgebracht. Nein, also du nicht, du nicht, du nicht, du nicht. Du nicht. Untoter wird umgebracht. Necromancer wird umgebracht. Du nicht. Du bist ein Untoter. Wirst umgebracht. Aber du tust bisher nichts. Du nicht, du nicht, du nicht.
Also, wir werden jetzt gucken, in der Hoffnung, dass wir den FPS-Tod durch die Totenbeschwörer verhindern, werden wir jetzt alles umbringen, was vielleicht schlecht sein könnte. Das bedeutet, jeder aktuell nackte Zwerg, Holocorp, Korps, der hier rumläuft, wird umgebracht. Und jeder Nekromancer. Also, jeder Tote und jeder Nekromancer, die Kuh zum Beispiel auch, wird jetzt umgebracht. In der Hoffnung, dass wir die Festung damit gerettet kriegen. Es sind nur 13 Untote. Aber das wären die Frames halt. Die Frames sind jetzt das große Problem. Das ist wie der letzten Festung. Nur damals waren wir selber die Totenbeschwörer. Jetzt haben wir sie als Gäste. Also das ist die einzige Chance, die wir haben. Entweder wir kriegen es mit dem Töten aller Totenbeschwörer und Untoten hin, das hier zu retten. Oder die Festung ist am Ende. Das ist scheiße. Ich weiß nicht, was die verbockt haben. Das Problem ist, dass die Totenbeschwörer Angst haben vor ihren eigenen Beschwörungen. Und deswegen dann die Festung vor die Wand fährt. Alter, ich will doch nur die Liste hier weg haben. Das heißt, die Liste, das Problem ist halt die Liste der Sachen, die kämpfen wird immer länger, das hier, alles wird unterbrochen, wird halt länger und so weiter. Es bricht einfach alles zusammen aufgrund der Kämpfe und der Beschwörung. Man sieht ja hier, fällt um, ist wieder da, fällt um, ist wieder da. Jetzt haben wir hier keine Ahnung, wie viele Toten, also wir haben nur zwei Totenbeschwörer hier jetzt drinne, die sich aber selbst verrückt machen und alles wiederholen, was geht. Und unser Militär kommt nicht rechtzeitig runter. Weil es einfach von. Die sind gerade in Cave 2. 1. Die sind auf Ebene, was weiß ich nicht wo. Müssen jetzt hier runter bis auf Ebene 57. Der Weg ist weit. Bei 2 Frames ist der sehr weit. Gibt es irgendeine Einstellung, die mir jetzt hier helfen könnte? Bitte auf zu kämpfen. Ja. Ja, das ist halt gerade Hölle hier los, ne? Ich gebe auch immer noch Ketchup die Schuld. Ich glaube, Ketchup, der ist ja mal reingelangt, hat irgendjemand angerempelt.